Interactive Entertainment Presents. Naughty Dog. Sehr schön. Okay, wir schauen als erstes mal, wie immer, in unsere Option. Erstmal die Extras. Was haben wir denn Extras? Schätze, Statistik, Bonus, Handy, Handy. Sehen Sie sich Fotos auf Chloes Handy an. Das möchte ich jetzt nicht. Wer weiß, was die da für Selfies drin hat. So, Optionen. Sonst wird wahrscheinlich mein Dings noch geclaimed hier. Da fällt mir ein, ich muss sogar was nachschauen. Nein, das Spiel ist ab 16, das heißt, ich brauche den Streamtitel da nicht zu ändern. Perfekt. Okay, also. Spiel. Schau mal rein. Herausforderungsstufe, leicht. Was gibt es denn da? Forscher, leicht, mittel, schwierig, extrem schwierig. Wir spielen es mal auf leicht. So, Untertitel ist aus, aber wir schalten ihn mal ein, für den Fall, dass wir ein bisschen quasseln wollen und ihr trotzdem noch ein bisschen lesen möchtet. Spieletipps ein, Tutorials, Markierungen, Gefahrenanzeiger, kein HUD-Modus. Alle HUD im Spiel deaktivieren, inklusive Munition, Interaktion, nein. Okay, das kann so bleiben. Oh, ich sehe gerade, es gibt einen Mehrspieler-Modus. So, Kamerasteuerung. Ja, wir gucken uns nur mal die... die Steuerung lassen wir mal. Wird uns bestimmt erklärt werden, es gibt einen Mehrspielermodus. Was macht er denn hier? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren, was er hier genau lädt. Das schauen wir uns mal direkt an. Ein paar Sekunden dauert es. Würde mich mal echt interessieren, was lädt er hier? Naja. Ja, für alle, die es noch nicht gewusst haben, Chloe Fraser ist eine, im Prinzip auch eine Schatzjägerin, die mit Nathan Drake schon mal zusammengearbeitet hat und auch, ein bisschen geknuspert hat. Nadine Ross, eigentlich eine Gegenspielerin, ist, soweit ich das in Erinnerung habe, im vierten Teil Besitzerin einer Söldnertruppe, also bewaffneter Männer, die man käuflich erwerben konnte, anmieten konnte, leasen konnte, Body-Leasing betreiben konnte. Und ja, war dann auf der Seite des Bösen und hat dann wohl, ja, zum Schluss auch Gewissensbisse bekommen und hat sich dann gegen ihren Auftraggeber gewendet. So, dann gucken wir mal, was er hier geladen hat. Mehr Spieler? Was ist denn das? Wollen wir mal reingucken? Wir schnüßen da mal rein. Was ist das? Was? Was? Verbindungsaufbau? Womit willst du dich verbinden? Wer hat gesagt, du sollst dich verbinden? Nein, weg. Okay. Da hat man offensichtlich die Möglichkeit, in einem Art Multiplayer sich wahrscheinlich gegenseitig über den Haufen zu schießen. Ah, finde ich jetzt nicht unbedingt so spannend. Da möchte ich lieber ein bisschen Story erleben. La-da-da-da-du. Na, wo ist es denn? Da, Story. Sehr schön. Fangen wir mal an. Neues Spiel, neues Glück. Möchten Sie die Schätze, Spielerstatistiken und den Rubin der Königin aus Ihrem aktuellen Spielstand in das neue Spiel beibehalten? Nein. So, automatisches Zielen ein, selbstverständlich. Kamerahilfe richtig, Kamera automatisch in Ihrer Bewegungsrichtung für Spieler entwickelt, die zum ersten Mal in Action-Spielen spielen und Schwierigkeiten mit der Verbindung. Nein, das machen wir nicht. Fahrzeugkamerahilfe, nein, machen wir auch nicht. Das kriegen wir noch selber hin gerade noch. Fortfahren.
Fährt der gute Lord fort? Fährt er nur im Ford fort? So, wir legen mal eine neue Spieldatei an. Schwuppdiwupp, da sind wir wieder. Und ich glaube, ich werde gleich mal meine Kamera einmal dunkel machen. Damit wir uns eventuell ein Intro angucken können, was dann da gleich auf uns zurollt. Sony Interactive Entertainment presents a Naughty Dog Game. Gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Hoppla. Für dich 5,50. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? So, und damit nochmal herzlich willkommen zu Uncharted The Lost Legacy, der bisher letzte Teil der Uncharted-Reihe. Wir sind aktuell in der Gestalt von Chloe Fraser unterwegs, in Indien offensichtlich, und haben wohl ein Ziel. Wir wissen noch nicht welches, aber wir schauen mal. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha. Ernsthaft, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Ganesha. Der Elefantengott. Oh, Verzeihung. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Die hat ihn geklaut. Aber nicht schlecht, Kleine. Okay. Sie haben einen Schatz gefunden. Eine Ganesha-Figur. Ja. Den hatte ich doch sowieso.
Okay, wir müssen irgendwie schauen, dass wir auf diesen Laster kommen. Genau. So viele Soldaten. Glaube ich nicht. Shit. Warte mal. Du bist keine Touristin, oder? Alles in Ordnung. Hallo, Lady. Gute Preise. Shh. Wir unterhalten uns. Oh, ich habe schon, was ich brauche. Danke. Sehr gut. Arbeitest du für die CIA? Denn das wäre echt ziemlich cool. Tja, CIA, weißt du, was die bezahlen? Niemals. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Pizza Party. Scheiße. Verdammt. Sir, nicht. Sir, bitte. Oh Gott. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Er stand da drüben. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Und als ich... Naja, sie ist halt doch eine Nette. Uncharted, The Lost Legacy. Eine rote Tür. Okay, rote Tür. Das ist sie. I see a red door and I want it painted black. Besser als nichts. Erstens, der Aufstand. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Genau, alles ein Kinderspiel. Ah, mal gucken, was es hier hinten noch gibt. Mal gespannt, wie oft wir scheitern werden. Mhm. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Einmal im Kreis gegangen. Okay. Alles so ein bisschen unkommod hier. Dann gehen wir mal weiter. Ich bin nur eine Touristin. Los, 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 auf geht's! Wer ist hier drin? Hey, was macht ihr? Geht hier, los, na los! Guck mal, ob ich hier einen anderen Weg gehen kann. Weil ich glaube nicht, dass wir gesehen werden dürfen, oder? Scheiße! Sofort! Ich hab nichts gemacht! Verdammte Spione! Was? Nein! Halt's Maul! Bitte! Er lügt! Nein! In den Laster! Okay. Ich bin unschuldig! Das führe ich! Ich hab nichts gesehen! Ich habe wohl keine Wahl. Ja, Sir. Du. Hey, Moment. Warum so eilig? Weil du hässlich Woher bist. Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Oh. Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Oh Gott. Antworte jetzt. Wo die hat schon die wohnst, Fäuste. Hab ich gefragt. Bei Rafta. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten.
Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Okay. Nochmal Schwein gehabt, würde ich sagen. Mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Alles klar. Ich bin schon weg. Kein Problem. Ich mache einen flotten Schuh. Sie woanders hin muss. Wie die Kinder in Indien. Ich mache einen Schuh. Rote Tür. Check. 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 Jetzt muss ich doch bald das Kampfsystem kennenlernen. Sehr gut. Flink wie eine Katze. Okay. Tja. Wo lang? Wenn ich mal so schaue, wo kann ich denn hier lang? So ist gut. Zack. Das hätten wir. Sehr gut. Die brauchen halt mal eine feste Hand, ne? Ja. Okay, sie bückt sich von alleine. Also sie croucht von alleine. Super, jetzt muss das Licht angehen. Denk an das Endziel. Sehr gut. Ich bin drin. Okay, aufs Dach. Pink Lotus. Was soll das heißen? Okay, dann gehen wir mal schauen. Ich soll aufs Dach. Das kann ich ja nur über Treppen machen, ne? Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen Witz. Das werden sie nicht mehr lang.
So. Okay, das ist die gleiche Ecke. Na super, da kommen wir nicht mehr rauf. Ah doch. Okay. Dann kraxeln wir mal schön hier an der Wand entlang. Hoppala. Was müssen die da auch alle ballern, wie? Ja, ein aktives Kriegsgebiet. Oh je, das sieht auch nicht sehr solide aus. Oh Gott, da ist ja alles am Brennen. Alter. Die indische Armee meint es ernst. Ach was. Was mit Pink, ne? Ah, Big Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Das denke ich mir. Schichtwechsel, vergiss das Dach. Na super. Jetzt bekomme ich das Kampfsystem gelehrt. Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Jetzt hab ich dich. Einen Kopf gleich. Boah. Zack. Hey, Nadine. Du bist zu spät, Fraser. Hat mich auch nicht gesehen. Mein Gott, kriegen die erstmal alle ein paar vor die Mütze. Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegssetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Okay. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Oh, I did it my way. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Ach was. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Na denn, Manteau. Hatte unsere Route schon geplant. Zweitens, Infiltration. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Ah, ich sehe es doch schon wieder. Komm schon, ich helfe dir hoch. Immer der gleiche Move. Genauso wie bei Last of Us. Danke. Richtig. Das sieht aus, als wenn ich dahin müsste. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Echt. Hau rein da.
vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Wie mit dem Lazarevic. Ich muss mal gerade was nachgucken. Moment. Was ist denn das für ein Quatsch? Okay. Alles klar. Sorry, ich hatte gerade hier so ein Pop-up, da musste ich mal reinschauen. So, lass mal sehen. So, wie geht's denn dann weiter? Wahrscheinlich hier runter. Ah. Na los, hier entlang. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. So, was steht denn hier? Nutzen Sie hohes Gras. Erledige ihn. Nein, ich schalte ihn aus. Cobra 1 und Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Geh zum Pink Lotus, da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Na los, was machst du? Zack. Wohin jetzt? Hoch. Ah, oh, da liegt ein Schatz. Okay. Ach Gott, Mädel. Da hinauf. Bekommen wir die ganzen Spielmechaniken hier erklärt. Okay, ist doch gut. So. Ah, guck mal hier. Wo willst du hin? Checke nur unsere Optionen. Bleib hier. Ich mag den Humor. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Genau. Na komm her. Schiebe ich dich da runter halt. Mal los. Oh, Scheiße! Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Da vorne. Scheiße. Wie Nate. Gleiche Bewegung hat sie gut bei Nathan abgeguckt. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei einem Job immer so gesprächig? Ja. Ja. Okay.
Und tschüss. Ein Problem weniger. Okay. Drücken Sie, um sich hängen zu lassen. Ab und zu lasse ich gerne mal was hängen. Na komm her. Es ist direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schwer. Echt nicht. Ja.